Hitquip Game Labs. Und damit willkommen zum Angriff von Clan O'Connell and the Crown of the Stag. Ja, ein 2D-Side-Scroller, das mich so ein bisschen optisch erinnert an Wayman. Und inhaltlich so ein bisschen kriegt er so Lost Vikings-Flair-Flashbacks. Weil wir spielen mit drei Charaktere mit unterschiedlichen Eigenschaften und. So, wir starten einmal ein neues Spiel, fangen einfach neu an und dann mal gucken. Okay. Lade, bitte warten. Ja, schon gesagt, bitte warten. Bitte warten. So, und da sind wir. Ein kleiner Wikinger, der erstmal mit dem Schwert zuhauen kann. Okay, soweit, so abartig. Wir gucken mal. Erstmal irgendwelche komische Fäden einsammeln. Ich weiß noch nicht so ganz wofür. Mit A können wir springen. Okay. Mit A gedrückt halten kann ich hier mit dem Umhang so ein bisschen rumgleiten. Okay. Wie komme ich jetzt hier hoch? Achso, ich kann auch an der Ecke rumhängen. Okay. Mit X kann ich hier zuhauen. Dann Volljump. Okay, klappt. Klappt eigentlich ganz gut. Das ist hier wahrscheinlich eine Art Checkpoint oder so. Oh, das sind keine Menschen. Das sind Schluak! Verdammte Toten! Wie konnte das passieren? Das sind meine Leute, aber ihre Seelen sind nicht ihre eigenen. Okay. Oh, Tod von oben! Ups. Achso, das ist ein Ast. Sag das doch. Okay. Ja, ist okay. So, also wie gesagt, ne? So optisch finde ich so ein bisschen. Okay. Erinnert es mich halt so an die neueren Wayman-Teile? Apples and Ham Restore Health. Alles klar. Äpfel und Schinken regenerieren Leben. Ist doch mal eine Sache hier auch, ne? In Stein gemeißelt, das, was wir eben in der Cutscene quasi gesehen haben. Oder die eine mit den anderen Rassen quasi sich verbrüdert hat. Hey Bruder! Du musst hier schnell herkommen. Das Dorf ist unter Angriff. Wird angegriffen. Ja, das ist richtig. Du bist ziemlich weit weg gewesen, nicht wahr? Egal. Ich kümmere mich um den Weg. Und du kümmerst dich um die Leute. Okay, also hier kann ich. Weil der halt, ne, ein bisschen stämmiger ist. Ordentlich die Felsbrocken kaputt machen. Mach ich mal den Schlag aufladen und BAM! So. Kann ich auch mit dem kämpfen? Okay. Oh, falsche Richtung. Kommen Sie mal näher.
Bam! Oh. Der haut rein, du. Der fliegt ein bisschen rum. Passiert schon mal. Okay. So, da komme ich so nicht rein. Dann gehen wir hier runter. Sollen wir hier noch irgendwie Feen ein? Was bist du denn? Ein Schaltertyp. Okay. So. Dann machen wir hier mal wieder die Wand auf. Okay. Und diese schweren Dinge können wir auch verschieben. Okay. Soweit, so furchtbar. So, und da haben wir die dritte im Bunde. Es gibt ein seltsames Omen in den Wäldern. Ich fürchte, das dunkle Böse ist zu uns gekommen. Es gibt keine Zeit zu verschwenden. Es tut mir leid, Babybruder. Dein Cake of a Bottom is too wide to fit under these wounds. Ach so, du bist einfach zu dick. Wenn du erlaubst, ich mach das schon. Damit ich hier durchkomme. Okay. So kann man es natürlich auch sagen, ne? Dass da einfach jemand zu dick ist. Im Hintergrund auch so eine Statue von dem König. Halte X und Dingens, um dahin zu schießen. Achso, für den Schlüssel. Ah. Damit ich hier hochkomme. Okay. Und die hat einen Double Jump, das hat die anderen nicht. Ja, ist ja gut. Was? Ach so, okay. Ach, guck mal, ich kann auch in der Luft quasi schießen. Aber auch nur 5-mal. Na gut, was heißt nur, ne? Ich kann das nicht. Also ich kann auch sehr schnell hintereinander schießen. Ich habe keine Pfeilmunition oder sowas. Und es läuft. Nicht weg, aber es läuft. Okay. Oh, das Dorf, es brennt. Ich bin runtergefallen. Musste ich wohl. So, und wir haben alle Feen eingesammelt. Wuppdi-dudi-du. Was das bringt? Ich habe keine Ahnung. Gut. Jetzt haben wir, glaube ich, die Steuerung über alle drei quasi, ne? Die wir immer hin und her wechseln können. Nicht damit. Ah, damit. Mit den anderen Schultertasten quasi. Okay. Miau. Guten Tag. So. Okay. Jetzt müssen wir uns halt hier irgendwie durch die Level halt durch. Oh, ja, hallo. Yeah. So. Ich musste den immer wegschießen. So. Und jetzt kommen wir da irgendwie hoch, ne? Okay. Halt doch ab. Bitte warten. Jetzt kommt auch mal Musik ins Spiel. Das ist ja schön. So. Dann du da. Zack. Geh mal weg hier. Ich muss hier arbeiten. Ich glaube, der ist... Oh. Tipp so nicht. Okay, der ist weg. Okay, also jeder von denen hat auch seine eigene Lebensleiste. Ist auf jeden Fall gut durchdacht, finde ich, das Spiel. Nein, das war verdeckt. Oh nein. Stand da sogar noch ein extra. Ja, wechsel auf den Typen. Damit du A gedrückt halten kannst, damit du da rüberkommst. Ja. Wenn das Wörtchen wendig wäre und so, ne? Yeah. Geh weg. Komm, komm. Megaschlag. Bam.
Okay. Erstmal ein Apfel. Wenn es mal wieder länger dauert, erstmal ein Apfel. Hey. So, da oben war hier auch eine Fee. Und hallo, wer bist du denn? Irgendein Sacktyp. Boah, der geht mir voll auf den Sack. Warte. Kommst du mal ran hier? Bam! Richtig Bam in die Fresse. Okay, das läuft. Okay. So. Wie ist das jetzt hier? Krieg ich den da? Jo, den könnte ich kriegen. Wenn er noch irgendwie näher kommt. Okay, ich kann durch die Plattform durchschießen. Das habe ich so vorher nicht gesehen. Guck mal. So ein. Na, Kacke. So, dann wollen wir da irgendwie hochkommen. Ob wir das hier verschieben können. Ich weiß nur noch nicht wofür. Ach so. Ach so. Ah, okay, sehe ich jetzt erst. Das muss quasi gedrückt bleiben, damit ich da hinkomme. Okay. Yeah. Mist. Hätte so klappen können, aber Mammut hat gesagt nein. So, weg mit dem Schild. Weg mit dem Typ. Da, ah, Kacke. Die Spinnen, die Untoten. Ich mache hier einen auf Obelix. Hey. Mit ihr hier rumjumpen macht irgendwie noch am meisten Sinn, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber durch sein Gleiten hier kommen wir auch ganz gut voran. Nur er hier ist halt ein bisschen schwierig im Jumpen ran. Ist halt mehr fürs Draufhauen gedacht. Weiß auch nicht, ob es hier irgendwann später andere Waffen gibt, mit denen man dann quasi mehr Schaden macht. Das kann ich aktuell nicht sagen. Oh, guck mal, was zu essen. So. Oh Gott. Okay, war nicht so schlimm. Da steigt jetzt irgendwie Lava auf oder so, aber das sind ja nur Stacheln. Das war doof. Hätte ich den nehmen müssen. So vorausschauend war ich nicht. So. Was? Nach oben und X oder das? Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Okay. Für Kombos und sowas. Okay. Wahrscheinlich so einer dieser typischen Wege, die sich erst öffnen, wenn genug Gegner zerschlagen sind. Wie man es so kennt aus Devil May Cry und Co. Ach, Kacke. Nö, hey, geh weg. Hey. Oh, ein Dicker. Und weg mit dem Schild. Hat er gerade in die Luft geklatscht, tatsächlich? Das kommt mir bekannt vor. Von anderen Beppos. So, was zu essen. Ach Mist. So, auf ihn wollte ich eigentlich. So. Und Dach. Geh weg. Sorte, geh weg.
So, war jetzt wohl der letzte Gegner. Aber wir haben hier noch ganz viele Feen einzusammeln und noch irgendwie so einen Sack. Keine Ahnung, wo wir den Sack finden sollen. Nein. Oh. So. Fehlen 9 Feen und ein Sack. Mal sehen, ob wir den Sack noch finden. Aber ich glaube nicht. Der König ist tot. Der König ist tot. Nein, fast. Der andere ist tot, der andere ist tot. Die kann ja grimmig gucken. Macht keinen Fehler. Euer Vater ist weit weg vom Sichersein. Sobald die gehörnte Hexe, der Zauber der gehörnten Hexe verschwindet, wird sein Leben mir gehören und seine Krone sowieso. Hobby-Übersetzung von mir. Das war tip tot. Aber wir haben nicht alle Feen und auch nicht jedes Secret. Okay. Dabei dachte ich, war eigentlich gut. Kannst mal sehen. So, jetzt können wir aufleveln. Dafür brauchen wir also die Feen. So, also damit kriegen wir dann mehr Leben oder sowas. Mal gucken. Ich würde mal fast sagen. Nehmen wir ihn hier. Was ist das hier? Flying Fists of Fury. Das reflektiert jetzt auch Projectiles. Nehmen wir das. Okay, mehr können wir nicht machen, weil wir gar nicht so viel Feen haben. Ist blöd, aber was willst du machen? Ich weiß gar nicht, wie viel Levels insgesamt gibt. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken auf jeden Fall in das nächste hier auch nochmal rein. Bitte warten. Habe ich schon gesagt, bitte warten. Bitte warten. Wir sind ganz schön tief runtergefallen. Ohne Brücke gibt es keine Möglichkeit, ihr zu folgen und sie zu fangen. Das ist verrückt. Wir kommen zu den Dämonen und Zeug. Wir haben immer noch uns selbst. Wir müssen keine Angst haben. Okay. Weiß Bescheid. So, bevor ich jetzt hier irgendwo hingehe, gucken, ob es hier irgendwas ist, aber nö. Hätte sein können, dass irgendwas ist, aber nö. So. Was ist das? 3 molligköpfige O'Connells, den vom abgeschlagenen Weg? Ja. Ich hab den mal gehauen, ne? Ist hoffentlich nicht schlimm. Huch. Sei doch mal nicht so. Mann. Okay, also man wird also definitiv stärker, indem man halt einfach skillt. Okay, das ist giftige Grütze. Tipp, nicht in giftiger Grütze stehen. Ist nicht so gesund. Die Baumstämme versinken mit. Was ist das? Tapfere Krieger. Niemand kann euren Geist verwahren. Was? Verwahren, verwehren. Aber diese Straße ist zu gefährlich für einfach simple Sterbliche.
Außerdem, ich habe auch den Pfad des Todes einst beschritten. Die Kraft, die ich immer noch beherrsche, kann dir helfen auf deiner Quest. Kill Cannon. Das ist hier, glaube ich, der mit dem Speer und dem Schwert. Ich gebe die Dash-Attacke. Okay. Benutze es in den Y und drückst. Hui. Okay. Wow. Okay. Damit kann ich arbeiten. So, oben ist aber hier noch so ein Sacktyp. Ich habe es genau gesehen. Ich wusste halt jetzt nur nicht, ne? Wohin ist jetzt hier der richtige Weg, den ich gehen muss? Guten Tag, Sacktyp. Achso, hier muss ich auch nochmal. Yeah. Ups. War ein Warnschuss. Ups. Okay. Kannst du das nochmal machen? Wow. Einfach gedrückt halten. Das klappt schon irgendwie. Ups. Okay. B, um Projectiles abzuwehren. Zurückzuschleudern, wie auch immer. Guten Tag. Sagte guten Tag. Jetzt liegt er eine Kurze. Ups, das war zu früh. Jo, bist ein Held. So, Doinkflip. Mist, das war auch zu doof. Schon wieder, oder? Geh weg. Stinkst nach Fisch. Und nach Sumpfsuppe. Boing. Das war auch doof. Das war sogar Vollzeit doof. So doof war das. So. Nein! Oh. Mal gut, dass ich so viele Versuche habe in der Luft, damit irgendwie rumzuschießen. So. Geh weg. Dann machen wir hier mal. Ups. Machen wir nochmal, ne? Prima Ballerina hier. Und dann schießen wir hier gegen. Oh, das ist nur über Zeit. Guck mal, einer guck. Hey. So. Lassen das. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, ne? Man bleibt einfach ein bisschen in der Luft hängen, wenn man hier diesen Schlag nach unten macht und den Gegner trifft. Kann auch an der Plattform liegen, man weiß es nicht genau. Ups. Ich glaube, der hat genug. Wenn nicht, dann meldet er sich nochmal. So, ups, da ist ein Stachel. Habe ich zu spät gesehen. Boing. So. Guten Tag. Oh, was ist das für ein Auge? Alter, jetzt ist gut. Obelix ist wütend. Ach, das ist ja gar nicht Obelix. Das ist ja ein Kelte, kein Germania. Nicht Germania. Du weißt, was ich meine. Gallia. Ich schieß mal ins Auge, ne? Eine gute Idee. Tatsache. Das war eine gute Idee. Okay.
Oh Gott. Ach, du dickes Ei. So, und jetzt nochmal hier ordentlich aufs Maul. Muss ich auch lohnen hier, für alle Beteiligten. So. Okay. Hey, lecker. Ups. Okay, was ist das jetzt hier für ein Spaß? Okay. Verschiedene Symbole, die halt dann unterschiedlich dann die Blöcke erscheinen lassen. Okay. Könnte jetzt... Weiß ich nicht. Also entweder wir können nach unten oder halt hier weiter. Ich hätte auch einfach den anderen Pnöpel einfach benutzen können, um dann hier jetzt durchfallen zu können. Hier hätte ich doch einfach... Ne, hätte ich wahrscheinlich nicht. Das wäre wahrscheinlich nicht im Sichtfeld gewesen und deswegen jetzt nicht funktioniert oder so. Okay, wechselnde Dinger. Stacheln. Böse Stacheln sind böse. So. Okay. Ja doch, ist richtig. Damit ich hier im Walljump machen kann. Okay. Dann wird das hier auch noch eine ordentliche Puzzle-Plattform hier. Ich merke das schon. So, was machst du da? Du machst dann das Tor auf, wenn es mal soweit ist. Dafür müssen wir erstmal den Block dahin verschieben. Dafür müssen wir hier erstmal irgendwie rumkommen. Das heißt, ich muss hier das Ding... So... Dann das verschieben. Dann damit da irgendwie hoch. Um jetzt da das andere Ding wieder zu aktivieren. Das hat tatsächlich auch, ne, quasi seinen Lost Vikings Touch dadurch. Dadurch, dass halt jeder Charakter seine eigenen Fähigkeiten hat und so. Guten Tag. Ich glaube, er ist tot. Bin mir nicht sicher. Flattermaus! Flattermaus des Todes! Braucht eine Heilung? Nein. Oh. Minibus? Nein, es ist viel schlimmer. Komm zum Rand auf Meter. Nicht liegen bleiben hier. Sterben! Es sind so viele, es sind so viele. Ah, oh, shit, shit. Der mit seiner komischen Lanze da. Erstmal in die Luft klatschen. Wenn es mal wieder länger dauert, erstmal in die Luft klatschen. Ey. Jo. Ja, okay, ich gehe schon auf dein Schild. Mist. Ging voll daneben. Boing. Bam. Okay. Okay, das kann das mehrfach hintereinander. Das ist ja cool. Oh, was willst du denn schon wieder? Geh weg. Und er lacht mich immer noch aus. Ich glaube, es hackt. Aua. Okay. Das war fast gut reagiert. Weiß ich nicht, will ich jetzt hier oben, will ich unten? Unten ist was zum Heilen. Ich kann aber tatsächlich oben als auch unten lang.
So. Okay. Geh weg. So. Oben wieder irgendwelche komischen Plattformen hier. Alter, geh weg. Den zweiten Sacktyp. I believe I can fly. Okay, wie auch immer das jetzt eben wie das Ding genau getroffen hat, ich habe keine Ahnung, aber es hat funktioniert. So, jetzt hier wieder irgendwie hoch. Ups. So. Der schon wieder. Geh weg. Stinkst nach Fisch. Okay. Ach, Kacke. Doof. Aber hier ist wenigstens nicht unter Zeitdruck. Gerade. Aber sogar nicht durch. Okay. Dann ist das anders gewollt. Glaube ich. Hier kann ich einfach unten durch. Ach, Kacke. Guten Tag. So. Okay. Nicht so. Anders. Warum auch immer ich jetzt hier durch kann, ist mir ein Rätsel. Aber ich kann's. Ach so, ach, um das Ding da zu aktivieren, ne? Ich bin ja auch ein Schlau. Kacke. Das war's, sie ist tot. Bitte warten. No, komm, so. Nein. Oh, so. So, das war das. Auch. So, und der ist auch weg. Sehr schön. So. Dann müssen wir trotzdem, nichtsdestotrotz, irgendwie da hoch. Für Spaß, Spannung und ein bisschen Schokolade. Nein. Oh. Hier auf. So, warte. Nein. Oh. Da will man nur an der Ecke stehen, weißt du? Damit man dann hier rumkommt.
Weil unten kommt es ja nicht mal durch, weil ist ja alles dicht. Und jetzt kommen wir da oben irgendwie rum. Ach Mist, ich habe nicht aufgepasst. So, haben wir die Feen, da haben wir alle Feen, haben wir alles, was wir machen können. Jetzt soll ich das Ding hier verschieben? Ist ja gut. Siehst du, hätte ich gar nicht unten aufbrechen können. Geht also nur mit dem. Okay. Aber das verbraucht. Ente. Level abgeschlossen. So. Und wir haben mehr Feen. So, damit können wir jetzt irgendwie Level up machen. Machen wir mal bei ihr. Weil wegen, sie hat ein bisschen wenig Leben. Clackshot Charge Arrow passes through enemies and has a 20% chance of dealing critical damage. Was ist das? Bomb Wall. And Clackshot uses her Dodge Wall. She drops a short fuse bomb. Nehmen wir einfach mal. Warum? Einfach aus dem anderen Grund. Wir werden es jetzt nicht mehr groß austesten, weil ich wollte jetzt hier eigentlich das Ende vom Angedeutet machen. Ne? Weil wir haben jetzt ja schon über eine halbe Stunde lang das Spiel angespielt. Oh, wir haben noch einen Bossfight. Okay. Was guckst du denn an? Guckst mich wie ein Gürtel? Was? Du hast Glück. Ich habe in meinem Raum noch Platz für drei Köpfe. Okay. Oh, okay. Lass mal ganz kurz hier gucken. Nicht das. Da, das ist diese komische Bombe. Boing. Wäh. So kann ich voll dran arbeiten. Ups. Ah, okay. Das wäre der Moment gewesen, wo ich jetzt hier oben durch muss, ja? Jo, okay. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ich kann auch einfach draufhauen. Kacke. Okay, es darf natürlich keiner von mir komplett sterben. Wow, das war ein bisschen knapp. Mist. Drück die falschen Tasten hier. Daneben. Falsche Richtung. Was bist du jetzt so? Wir sind schon fast halb tot. Betonung liegt auf fast. Achso, ach Mist. Vergessen drauf zu hauen. Bam. Mist. Was bewegst du dich jetzt? Okay, was hast du vor? Nochmal rumspringen, okay. Damit kann ich leben. Das war fast ein bisschen knapp. Kriegen wir aber hin. Vielleicht.
Jetzt läuft er nochmal. Also eigentlich nur auf die Animation halt drauf achten, ne, was genau er jetzt macht. Und dann schafft man das theoretisch auch fast. Gut, ist halt wie in jedem anderen Spiel auch, ne? Überall musst du auf Animation achten, aber ich meine halt, der Gegner zeigt dir halt wirklich hier in dem Spiel auch sehr gut, was er halt als nächstes macht. Das zeichnet viele gute Bosskämpfe aus. Gnade! Bitte! Ich kann das nicht mehr! Ich fühle mich auch schlecht, wirklich! Oh nein, nicht das! Ist aber ein großes Wildschwein. Ah ja, das ist der unstoppbare Höllen-Eber. Hey, warte, komm zurück, lass mich nicht allein. Krups, 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 krups. Okay. Also nicht aufgegessen, sondern durch den Gegenschneider. Und wir kriegen dafür Feen. Das ist gut. Hat Vorteile. Aber nun gut. Ich würde sagen, was? Oh, jetzt hätten wir tatsächlich ein Level von wegen... Wir müssen halt schnell hier durchkommen, ohne dass mich der Eber hier erwischt. Man hat hier auf jeden Fall eine Abwechslung in dem Spiel mit eingebracht. Aber eigentlich wollte ich jetzt hier, ne, Schluss mit lustig machen. Ach, Kacke. Jo. Ich hätte es eh nicht bis zur nächsten Markierung geschafft. Aber nun gut. Machen wir jetzt hier wirklich Schluss mit lustig. Ich kann mir vorstellen, dass wir das Spiel hier irgendwann mal spielen. Die Frage ist, wann? Auf jeden Fall nicht jetzt. Aber irgendwann bestimmt. Wenn die Zeit dafür gekommen ist und so. Ja, hier hätte ich jetzt hochspringen müssen. Ah, ne, da hätte ich unten durch. Ah, okay. Ja gut, weißt du Bescheid. Jetzt aber, sag ich tschö mit Ö und wir hören und stören uns dann im nächsten Angedaddelt. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.